Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir ja unser Leben als Hirte sozusagen begonnen. Wir haben mit Alicia geredet, wir haben mit Layla geredet, was wir als nächstes tun sollen. Und wir sollen uns noch ein bisschen hier in der Stadt umschauen. Und ja, schauen wir mal, was wir als nächstes machen können, sollen, tun, was auch immer. Okay, ja, da müssen wir lang. Ich hoffe, langsam können wir mal ein bisschen hier raus, weil ich will ein bisschen Action. Bin ich mal ganz ehrlich. Ich meine, ein langes Intro ist ja schön und gut, aber ich will auch nicht zu Tode gelangweilt werden. Gerade das Kampfsystem macht ja Bock in dem Spiel. So, ach, da sind wieder die Händler-Typen. Hey, das ist der Typ, der mir die Pfeife verkauft hat. Ach so, easy war das. Oh ja, ich habe von dir gehört. Wenn wir diese Pfeife für nun 1000 Geld abnehmen, bekommen wir ernsthaft ein Problem mit unseren Glaubenwürdiger. Das wollen wir nicht. Wir haben in dieser Kiste eine saftige Summe für dich vorbereitet. Nimm sie mit. Geil. Weiter Cowboy-Hut. Was? Kopfbedeckung für einen wilden, aber netten Kerl. Könnte Einschusslöcher haben. Das ist vielleicht nicht schick wie deine Pfeife, mit seinem lässigen Stil siehst du cool aus. Wir bekommen wieder mal ins Geschäft. Ich habe einen Cowboy-Hut bekommen. Weil ich aber kurz mal nachgeguckt und ja, wir haben auch die Hirtenkleidung jetzt. Wir haben die Normalkleidung und die Hirtenkleidung. Ach, wir haben ja die alle auch noch. Warum nicht? Sperrungsfedern wünschen dir alles Gute. Könnte noch einmal Damen sehen. Ja, wo muss ich denn noch hin? Ah, das Gerede. Und ja, ich habe mal hier in der Ausrüstung nachgeguckt. Und das mit den Ausrüstungen lernen scheint anscheinend nicht zu funktionieren. Ich habe mal alle Ausrüstungen abgenommen, zu sehen, ob ich dann einige noch habe. Aber nein, die werden alle abgenommen. Also die Fähigkeiten, also diese permanenten, sind wirklich alle nur aktiv, wenn ich auch die Ausrüstung ausgerüstet habe. Ob mir das jetzt so gefällt, weiß ich nicht. Und ich habe jetzt mir vorgenommen, von jedem Ausrüstungsgegenstand so viele mitzunehmen, wie Leute die ausrüsten können. Zum Beispiel natürliche Weste. Wer kann das alles tragen? Da steht Sore und Mikleo. Also werde ich natürliche Westen nur zwei haben bis jetzt. Und das eine werde ich verbraten, höchstwahrscheinlich. Und ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Level was auf sich hat, ob ich jetzt hier eine weitere Fähigkeit habe oder ob die zufällig da drauf bestimmt ist oder so, aber ja. Mal gucken, wie ich da mit den Ausrüstungsgegenständen mache. Ich werde auf jeden Fall von jedem einen mindestens haben. Guck mal, was hier noch ist. Weil ich weiß jetzt nicht, wie ich das sonst handhaben soll. Kann vielleicht nicht schaden, von jedem Gegenstand mal eins zu haben. In dem Sinne, ja, wir haben jetzt nicht mehr so viele Sachen überkaufen können. Wir haben gar kein Geld. Also ja, nicht so gut. Ich könnte ein paar Sachen hier verkaufen, zum Beispiel die alten Ohrringe, die sind auf jeden Fall schwächer. So, jetzt verkaufen wir mal die. Und kaufen dann noch irgendwas, was wir nicht haben. Einen Stab haben wir. Ich habe zwei Stäbe jetzt gekauft. Ich weiß, ich bin sehr gut. Bernsteinstiefel haben wir zum Beispiel noch nicht. Wohl Layla hat welche. Bernsteinmontur hat sie noch nicht. Okay. Dann Artverteidigung.
Bei erfolgreichen Betäuben. Immer zweimal Rezis. Und dann Layla direkt ausrüsten. Was? Oh, die haben die nur. Die haben nur eine bestimmte Anzahl. Oder? Oder habe ich jetzt gerade verkauft? Nee. Okay, wir haben nur eine bestimmte Anzahl von Gegenständen. Okay. So, wir sind doch ja fertig dann. Oder? Müssen wir ja noch hier machen. Oh. Welche Artenraten von Helions gibt es wohl noch? Keine Ahnung, ich könnte aber gut auf Schildkröten-Helions verzichten. Ich wette, ihr Panzer ist nur schwer zu knacken. Okay, wie lautet die Angriffsstadt? Ich würde sagen, wir reden mit ein paar Stadtbewohnern. An einem so einen großen Ort finden wir bestimmt schnell raus, was wir wissen müssen. So, Fürstin im Maltran beim Fest der Heiligen Klinge sehen? Sie sieht bestimmt umwerfend aus. Ich hoffe, wenn ich groß bin, sehe ich so aus wie sie. Hier müssen wir ja noch reden. Da ist noch jemand, der wichtig aussehen könnte. Schon eine Weile, ja, dass ich durch diese Gegend gekommen bin, aber ich bin beim letzten Mal etwas definitiv nicht. Aber beim letzten Mal war definitiv nicht die Rede von einer Seuche. Was? Pest, okay. So, als hätte ich noch nie Ernteausfälle gegeben, aber ich finde, es gibt doch in den letzten Jahren ein paar zu viel davon. Eine Seuche ist hier ausgebrochen, oder was? Nur mal auf dem Markt, da gibt es bestimmt viel Gesprächsstoff. Ich bin ein Cowboy. Früher war alles viel besser. Das Fest der Heiligen Klinge wurde jedes Jahr abgehalten und die Geschäfte liefen in allen Läden gut. In den Geschäften, nun da die Giflet-Brücke eingestürzt ist, kann ich mein Lager nicht mehr auffüllen. Glaubt man, alles lief verbessern und schon verpasst einen das Leben wieder einen Dämpfer. Weil ich habe ja einen kleinen Taschendieb gesehen. Man fragt sich, was aus der Welt noch werden soll. Oh, mit dir haben wir noch nicht. Ach, warst du nicht der, der auf den Fest Probleme bekommen hatte? Ah. Du wusstest nicht, dass ich das bin. Ich habe den Priestern und Seraphinen zu verdanken, dass ich immer noch gesund bin und mit meinen Enkeln leben kann. Es stimmt, die Seraphinen wissen um deinen würdigen und leidenschaftlichen Beitrag. Denk dran, bleibe fest in deinem Glauben, dann wird Gutes widerfahren. Mir Clever hilft mir. Müssen wir noch hier machen? Ein Stern ist auch irgendwie nicht da, deswegen habe ich nicht mal einen Anhaltspunkt gerade. Bin jetzt nicht so nett. Hallo Vater, Entschuldigung, dass mein Sohn Schwierigkeiten gemacht hat. Ich habe ihn schon einen ordentliche Predigt gehalten. Keine Sorge, ist alles wieder in Ordnung. Ah. Vor allem, ich bin gerade ein anderes Spiel am Spielen, wo storymäßig mir nicht erzählt wird, wo ich als nächstes hin soll und ich auch überall um die Welt rumfragen muss. Und das jetzt hier in dem Spiel auch schon wieder zu haben, das geht mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen auf den Nerven, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Mit wem oder was muss ich denn noch reden? Kann ich wenigstens irgendwo ein Stern angezeigt werden, Mann? Langsam bin ich jetzt hier schon ein bisschen lange am Rumrennen in der Stadt. Also ja. Wo könnte noch was sein? Wo könnte noch was sein? Schildkröten. Was meint er mit Schildkröten? Du. Ich hoffe, es geht ihm da drüben gut. Er hat mich so stolz. Er hat mir so stolz zeigen wollen, dass er das Zeug zu einem echten Ritt hatte.
Ich liebe ihn, aber nicht nur, weil er sein Ritter ist. Verdammt. Oder kann ich jetzt einfach nach draußen gehen und sehe dann, wo ich als nächstes hingehe? Ich gehe jetzt einfach raus. Da stand der Red mit den Stadtbewohnern. Wenn ich so aus dem Fenster gedenkt, bla bla bla. Ich gehe jetzt einfach raus. Nein, ich gehe jetzt einfach raus. Mir wird nicht angezeigt, wo ich hingehen soll und was ich machen soll, also gehe ich jetzt hier raus. Was muss ich dann noch machen? Dann gib mir doch wenigstens einen Stern. Könnt ihr doch nicht machen. Boah. Jetzt nicht so nett. Ich will nicht jammern, wenn die Geschäfte gut laufen, aber mir ist nicht wohl bei all den Kämpfen. Das ist genau wie mein Vater immer sagt, mein Junge, der Krieg verschafft einen Waffenschmied einen schweren Beutel. Ein schweres Herz dazu, ja. Also wenn das Spiel 1 hat, nicht hat, dann ist es auf jeden Fall erstmal Kämpfe. Das also, durch einen Auftrag in ein Gasthaus lässt du eine SK und KP wieder aufständig auf. Okay, einige werden ausgelöst. Kein Geld. Der gewissenhafte Mikleo.聞いてすぐ受け止められる話じゃないな。なんか聞いたばかりって口ぶりだな。俺が寝込んでる間にライラに聞かなかったのか。ああ。お話するつもりだったのですが、スレイさんと一緒でいいとおっしゃって。ずっと本を読んでいらっしゃいました。なんで、その方が、ライラの手間を省けるだろ。にしても、3日も本読んでたのか?せっかく街にいるんだから見てくりゃいいのに。別にいいだろ。戦いで疲れていたし、本を読みたい気分だったんだ。 Mikleo ist so eine Tsundere. Okay, dann gucken wir mal. Wo ist denn hier noch was? Wer der in den Galantruinen Wache hielt. Mir habe ich das Gefühl, es lief alles gerade falsch. Nennen wir es weibliche Intuition. Was für ein Kerl gehört, der beim Fest die heilige Klinge rausziehen konnte? Es ist wohl erhöht. Boah, ja, das bin ich. Alles bestens. Ja. Okay. Zeig mir doch wenigstens irgendwo einen Stern an. Bitte, seid doch so nett. Danke. Was zum... Das ist ein Turtles. カメニンは仮面にしよう。見たわかんないっすか。そうなんだ。ごめん。こんなのがいるとは。世界は広いな。カメニンを見るのは初めてさ。うん。ただの田舎者みたいっすね。亡霊船版だけど、カメは万年の心で許してあげるっす。それはどう。おおらかなんだ。 仮面の器は甲羅の大きさに比例するっす。で、君は何をしていたの？ある目的のために地図を作ってるっす。へえ、地図を。そういえば、僕たちはちゃんとしたの持ってないな。天威見聞録の図版はかなり古いものだし。あんたら無謀すぎっす。なんなら、
Oh, kein Geld. Oh. Ich habe nicht so viel Geld, Mann. Da muss ich noch kurz zurück und was verkaufen. Mann! Ich verkaufe mal einen Stab, den ich doppelt gekauft habe. Oh Mann. Ah, scheint immer noch nicht alles gewesen zu sein, Mann. Leute. Habe ich zwei Bernsteinschwerter. Ja, jetzt ist natürlich schwer, ne? Kaufe ich wieder. Ah, wie wenig ich dafür kriege. Moment mal, das ist mehr wert. Ah ne, das Ding ist. Kauf mal jetzt einfach so, jetzt habe ich wieder ein bisschen Geld. So, kann man jetzt storymäßig vorantreiben. Etwas. Ich bin so ganz klein ein bisschen auf den Nerven gerade, wenn ich ganz ehrlich bin. So, Karten. Ja, damit. Da geht's weiter, sehe ich gerade. Du hast von den Turtles eine Abenteuerkarte gekauft. Diese Karte verfügt über Weltkarte geografische Informationen hinzu. Da sie aus der Sicht der Turtles verfasst wurde, können sie einige Unstimmigkeiten geben. Aber du kannst neue Orte damit finden, die du noch nicht besucht hast. Falls du dich verlaufen hast, versuche einen Turtles in der nächsten Stadt zu finden und kaufe eine Karte von ihm. Danke. So. Er hat sich bei der Anwesenheitskontrolle gemeldet. Oder glaubst du nicht, dass er noch da unten beim Wasserlauf ist, oder? Achso, die Gegend hier. Ach hier. Dann rein da. Erste Dungeon bitte. War die Frisur. Ach so, ich habe nicht die Hutfrisur ausgerüstet, ne? Deswegen sieht das so komisch aus.本当にスレイさんは素晴らしい才能をお持ちですのね。分断力が馴染んでいっている。私の想像よりずっと早いですわ。そうなんだ。はい。どうしたる真の能力解放も相当奥ないかもしれません。それってどういう意味？あいた。すみません。何ですか？まあ、見ればわかるだろう。だな。 Wir haben keine Wahl. Okay. Die Hutfrisur wollte ich. Ja, nicht die Hutfrisur. Ich wollte den Hut wieder wegmachen. So. Safe. So, Helions bitte. Oh Gott. Hyōma, sagare Mikuri yo. Nani o yu? Oku datte. Ore to Raira de daijoubu. Shinpai suru na tte. Oh man. Nagutte mo naka ni iru hito wa daijoubu nano? Slime wa kōgeki wo sono nantai de keigan shimasu. Sono taosu no ga muzukashi tte koto? Oh Gott, der tut weh. Ich
will auch mit Mikleo kämpfen, hallo? Der hat Mikleo wütend gemacht, habt ihr das nicht gesehen? Oder eifersüchtig oder irgendwie sowas. Mir auf jeden Fall nicht gefallen. Level 10, ich bin ja erstmal Level 7. Ja, verdammt. Nein. Etwa wieder etwas Action. Das heißt, in den nächsten zwei Parts kommen keine Kämpfe wahrscheinlich. Aber ja, das ist also etwas komischer Rhythmus, finde ich. Nicht, dass ich jetzt so darauf erpicht bin, jetzt hier Leute zu töten, aber trotzdem. Etwas langsamer anfangen. Ich fühle mich überhaupt nicht stärker, wo ich hier voll Ausrüstung und all sowas habe. Zurück, wenn wir geheilt sind, ist nur ein Gegner. So, drei, komm mal. Halten die viel aus, ey. Warte mal. Oh, ey, was? Hilfe! Der nächste. Ah, nein, ich schon wieder. Bin gleich tot. Ja, ich sehe auch, der kündigt das mit den Ausrufezeichen an. Ja, kenne ich. Jetzt habe ich immer die gleichen angefallen, oder? Ja, der Aufstieg, sehr gut. Kenntnis zum Titel vertieft. Bernsteinmontur halten. Hey, was? Kupferner Schlüssel. Feinde weisen zahlreiche Schwächen. Ja, okay. Ja, Gegner, wo ich angefallen sitze, die gegen die effektiv sind, macht mehr Schaden. Macht Sinn.大丈夫。一人で戻れるよ。よかった。これで心置きなく遺跡探検できるな。ミクリオ。次からは僕の戦う。ミクリオ城は兵も城下できないだろ。じゃあこれからずっと君の後ろで指を加えて見てろっていうのか。僕は足手まといになるために連れてきたんじゃない。ミクリオ。ライラ。僕も城下の力を得る方法はない。 方法は一つ。ミクリオさんが私の力に連なるもの、陪審となることですわ。そして私の器たるスレイさんに宿るのです。じゃあ、それで。ダメだミクリオ。そんなこと簡単に決めちゃ。君に言われたくないな。君だって同志になるってあっさり決めたじゃないか。それとこれとは別だろ。ミクリオは氷魔を浄化するのが夢なのか。違うだろう。僕は天族だぞ。 天族の天敵とも言える氷魔を浄化したいって思うのは、自然なことだと思う。カエルが蛇を退治したいって思わないだろう。僕はカエルじゃない。何ムキになってんだ。ちゃんと聞いてくれミクリオ。ムキになってなんかない。ミクリオ。足手まといは宿で待ってる。何？追いかけなくては。宿で待ってるって言ってるんだ。男。 青春ですね。男の優勝、そうですね。でもそれならスレイさん、意地悪ですわ。ミクリオさんの気持ち分かっているのでしょ。決めましたわ。え、何を？進むことですわ。うん、それがいいです。なんかわかんないんだけど。 Oh Mann. Kupferner Schlüssel als Schlüssel für bronzenen Schatztruhen und bestimmte Truhen. Türen. Ah, oh ne, jetzt haben wir Mikleo verärgert. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber Drama hat man echt gespürt in der Cutscene, fand ich jetzt.
echt gut rübergekommen. So. Protonenbrand. Werdet ihr wahrscheinlich jedes Mal hier nachgucken, ne? Hm, irgendwann haben wir bekommen eine Bernsteinweste oder Bernsteinmontur. Verdammt! So, dann werde ich wohl in der nächsten Folge die Ruinen hier erkunden. Warum hat der jetzt einen normalen? Hier mit dem Level hat das anscheinend nichts zu tun. Ich verstehe das nicht. Können 2, können 3. Okay. Na gut. Dann beenden wir ein Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.